Müsste doch einmal Alarm schlagen. Wir haben die auch alle, die tanken ihn hier aus. Nee, das kann ich auch sein, aber warum bewegen die sich nicht? Hallo, ich bin da. Kann der nicht schießen? Herzlich willkommen zu Man of War Assault Squad 2 Cold War. Wir werden das Game, also es ist ein Real-Time-Strategy-Game, mal ein wenig anspielen. Ich werde euch ein bisschen zeigen. Wir starten die Kampagne. Release-Datum ist übrigens am 12.09.2019. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe den Vorgänger, also den ersten Teil von Man of War, nicht gespielt. Deswegen bin ich gespannt, was der zweite Teil so kann. Deswegen erwartet nicht, dass ich einen Vergleich ziehen kann zwischen dem ersten und zweiten Teil. Wir sind jetzt hier in der Kampagne drin. Wir haben jetzt hier eine Kampagne gestartet. Und es gibt, glaube ich, noch keine große Anleitung. Mein Single, Create New Campaign, Campaign 1, ja, okay. Okay, wir kriegen hier Einheiten, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Einheiten, muss ich irgendwie, die wählen wir aus, okay. Wir haben 5000 Gold und die Einheiten kosten hier verschiedene, also kosten hier jeweils Gold. So, dann rekrutieren wir uns die mal, würde ich sagen. Das hier sind hier Scouts. Ich glaube, Scouts machen 2 Stück Sinn. Dann nehmen wir noch von der Infanterie, machen wir 3 Infanterieeinheiten, würde ich sagen. Regular machen wir auch nochmal 2. Fallschirmspringer machen wir 1. Glaube ich hier Tankman, also das sind dann halt hier die Panzerfahrer. Das ist das Anti-Tank-Team. Panzerfahrer brauchen wir bestimmt garantiert auch, nehme ich mal an. So, Anti-Tank brauchen wir natürlich auch. Dann natürlich noch motorisierte Infanterie. Die lassen wir erstmal weg. Aber wir nehmen nochmal die reguläre Infanterie nochmal so mit dazu. Mit 35. Hier auch ein bisschen gehen. Ja, die nehmen wir auch mal mit dazu. Vielleicht 2 Stück. Versorgungsfahrzeug. Hier ist noch ein Ammo-Fahrzeug. Davon nehmen wir auch nochmal 2 mit. Ein Tank. Und eine Sherman-Besatzung nehmen wir auch nochmal mit. Und jetzt sind wir ganz gut, ey. Noch ein bisschen Geld haben wir noch über. Wir könnten nochmal nur M35. So. Gut. Dann was ist denn hier Fortress? Das heißt, das ist unser Fortress. Eine lustige Kuh. Okay. Warum können wir nicht starten? Place recruit units in this stage for combat reinforcements. Da müssen wir noch. Es gibt auch noch combat reinforcements, alles klar. Dann ziehen wir nochmal da ein paar rüber. Ja, gibt es nochmal als Reinforcement den hier. Und den Sherman packen wir auch nochmal als. Ne, passt nicht mehr. So, Stufe 3, okay. Ja, alles klar, das sind ja gar nicht gemein. Also wir brauchen zuerst mal Scout, dann Assault Infantry. Hier sehen Sie, die ist relativ schmal eng gehalten. Erinnert ein bisschen an so Sudden Strike und Co., was ich auch sehr gerne gespielt habe. Ja, und ich glaube, hier kommt der Gegner schon, oder? Kann das sein? Moment. Ach, du heilige Kurzwurst. Die Russen sind da, verdammt! Okay, vielleicht sollten wir auch mal irgendwelche Einheiten holen, oder? Würde ich sagen. Ja, hallo. Reinforcement of 3 units has arrived. Ja, sehr gut. Los! Okay. Wir können natürlich auch gruppieren. Das hier sind unsere normalen... Wir können sogar einzeln auswählen. Was? Hier. Das ist die Einheit 1. Das funktioniert mit STG und 2. Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Verdammt. Nee, das wäre auch zu einfach. So, wir schicken den Panzer mal vor. Ja, ihr sollt aufstehen, ne? Ja, der... Also, sie können ja auch in Deckung gehen.
Sehr cool. Okay, dann schicken wir die mal hier in Deckung. Erstmal. Die schicken wir. Warum liegt denn der hier rum? Rumliegen hier, unfassbar, ne? Okay, es wäre natürlich schön, wenn es ein Tutorial gegeben hätte, aber irgendwie wurde ich einfach so ins Spiel reingeworfen. Yes, so. Genau, wir sammeln in der Zeit Actionpunkte, also AP, und können dann halt, wenn wir 74,5 haben, wir haben jetzt im Moment 32, können wir Verstärkung rufen. Weil ich glaube, die Russen haben schon Verstärkung, verdammt. So. Das wird spaßig, denke ich. Spaßig. Yes, sir. Got it, sir. Er hier umgeknickt oder was ist mit ihm los? Nee, ne? Got it, sir. Steh auf, Junge, steh auf. Gut, dann schicken wir die hier auch nochmal weiter. Ach, ist das schon nice. Wollen wir werden auch ordnungsgemäß umgefahren? Ich höre die Russen schon. Können wir uns hier auch reinverschanzen? Ah, krass. Du kannst sogar so ein Haus reinstellen hier. Okay, nice. So. Die rücken hier hin vor. Yes, sir. Und die schicken wir hier hin. Guck mal die einzelnen Optionen hier durch. Special Options Close Hatch, also man kann auf die Luke schießen hier. Wenn es hier ins Feuergefecht geht. Beziehungsweise wenn man in Deckung gehen muss. Damit unser Schütze hier nicht irgendwie ausgeschaltet wird. Man kann das Fahrzeug verlassen, das geht auch, alles klar. Hier noch. Ich höre den Russen schon. Highlight Corps. Ne, man kann auch Leichen markieren. Direct Control Mode, genau. Das war. Ja, stimmt. Man konnte nämlich auch. Genau, das hatte ich nämlich irgendwo gelesen gehabt. Man kann nämlich die Fahrzeuge auch selber steuern. Genau. Das ist halt mega cool. Man kann die Fahrzeuge hier komplett selber kontrollieren, steuern, fahren. Da steht übrigens. Jetzt hier müssen wir mal zurück. Wie komme ich jetzt aus dem Direct Control Mode raus? Verdammt. Das hätte mir natürlich nochmal einer sagen müssen. Was? DF? Wissen wir? Nee. Wie kommen wir denn hier raus? Verdammt! Ich wollte nicht auf unsere eigenen Leute schießen, weil Friendly Fire ist bestimmt an. Die stehen hier alle, ne? Die bewegen. Die Frage ist ja, warum bewegen die sich nicht, ne? Ich meine, wir greifen die jetzt schon an irgendwie. Vielleicht halten die auch einfach die Stellung, ne? Könnte natürlich auch sein. Ich sagen, bekämpfen wir erstmal hier. Müsste einmal Alarm schlagen. Wir haben die auch alle die Tanken hier aus dem Weg. Das kann natürlich auch sein, aber warum bewegen die sich nicht? Hallo, ich bin da. Kann der nicht schießen? Ah, okay. Wir haben das Fahrzeug ausgeschaltet. Gut. Ja, das war okay. Ich dachte, sie schießen halt nicht. So, bewegt euch. Wir müssen angreifen. So, die nächsten Einheiten sind da. Oh. Die hängt. Ah, okay, das Game ist gecrashed. Jo, cool. Also, nach dem kleinen Game Crash versuchen wir es einfach nochmal. Gut, wir sind wieder im Geschäft.
Unsere Einheiten sind da und wir rücken jetzt diesmal ein bisschen schneller vor. Ich wieder in. Crashed. Muss aber dazu sagen, dass ich hier noch eine Preview-Version spiele, also eine Vorab-Release-Version. Das heißt, wir haben heute den, also jetzt, wo die Aufnahme läuft, an den 10.9. Das heißt also am 12.9., also zwei Tage. Vielleicht wird es dann nochmal ein Day-One-Patch geben, der solche Abstürze dann auch behebt. So, wir bewegen unsere Einheiten mal hier in den Kreis rein, damit wir das hier verteidigen können. In der Hoffnung, dass sie sich bewegen. Ja, das sieht gut aus. Und unser kleines gepanzertes Fahrzeug schicken wir auch auf den Punkt. Schauen wir mal, ich glaube, wir können mich auch einzelne Soldaten sogar steuern. Yes, sir. Wenn mich nicht alles täuscht. Direct Control Mode E. Mit E können wir die Einheit direkt steuern und mit E auch wieder direkt verlassen. Ich denke, oh Gott. Ich gehe in Deckung, Junge. Den können wir uns auch. Aber er lädt noch gerade nach. Vielleicht sollte unser kleines Fahrzeug hier auch mal feuern. Okay, fleißig am Ballern. Haben wir Anti-Tank-Einheit? Ich glaube nicht, ne? Hier, jetzt robbt er robbt hier vor. Er ist ganz todesmutig, robbt jetzt vor und versucht den Panzer mit der Granate auszuschalten. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe aber fast die Befürchtung, dass wir eher Kanonenfutter sind. Oh. Nicht so eine gute Idee. Hat er noch eine Granate vielleicht? Junge, du sollst zurückschießen. Da sitzt da keiner mehr drin. Doch, okay, MG-Sperrfeuer funktioniert aber noch. Ziehen die Einheit mal ein bisschen zurück hier. Das hier ist doch die Anti-Tank-Einheit. Mach den fertig, genau. Mit Panzerfäusten drauf da. Aber haben wir es nicht gleich so gemacht. Geht doch. Naja, okay, also das Zielen üben die noch. Okay, aber... Oh Gott, da kommt noch ein Panzer. Was, wo kommt die denn auf einmal her? Jetzt sollten wir hier irgendwie versuchen, die Flanke zu wechseln oder sowas. Nee, Moment. Hier rein. Und dann flankieren die jetzt nämlich einfach. Setzen sich hier in den Graben rein. Haben noch ein bisschen Deckung. Oh Gott, außer von den Panzer da hinten. Die verbluten hier gerade. Ja, irgendwas. Aber wir werden gerade überrannt. Die müssen sich erstmal zurückziehen hier. Hier können wir auch nicht aufheben oder so, ne? Oh, steig ein, ganz gemütlich, ganz langsam, entspannt. Au. So, und erstmal jetzt die Versorgungsfahrzeuge. Ein bisschen Sperrfeuer. So, ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Und hoffentlich kriegen wir gleich irgendwie Verstärkung oder irgendwas, weil... Also das Gute ist, wir können wirklich jede Einheit einzeln steuern. So, wir kriegen jetzt gerade nämlich Verstärkung hier unten. Und die sollen sich natürlich auch direkt mal hier in die Front bewegen. Oh,
Jo, okay, das Ding ist explodiert, verdammt. Gut, hier immer noch. Verdammt. Aus einer Explosion hatte ich eigentlich gedacht, dass der nicht mehr so viel mitmacht. Aber... ihr sollt euch bewegen hier. Los, 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 los. Natürlich auch ein schwer einzunehmendes Gelände hier. Also man kommt schlecht ran und man kommt schlecht raus. Schlecht rein, schlecht raus. Nicht gerade gut, aber haben wir noch Anti-Tank oder irgendwas dabei? Haben wir nicht, ne? Verdammt. Oh. Wir hätten jetzt hier auch flankieren können. Hm. Okay, so ein guter Stratege bin ich wohl noch nicht. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Oh, er ist voll im Rage-Mode, ne? Okay. Er war im Rage-Mode. Das hat sich dann damit auch erledigt gerade. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen Deckung nehmen oder so, ne? Also die in Deckung gehen. Da können die das viel besser verteidigen, die Kiste hier. Wäre eigentlich ganz schön schlau, ne? Moment, du hast noch... ey, der hat noch eine Panzerfaust. Du hast doch mal eher gewusst, dass der noch eine Panzerfaust hat. Hier, die Einheit hier. Wir flankieren jetzt hier. Das hier ist ein... das ist ein Munitionsfahrzeug. Sollten wir irgendwie versuchen, in Sicherheit zu bringen. Bräuchten wir definitiv noch. Genauso wie das hier auch. Sonst geht die Munition nämlich hier vorne nämlich langsam aus. Ja, der soll eigentlich hier drauf schießen. So. Der ist jetzt nämlich hinüber. Shit, wir brauchen hier Einheiten.